Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und ja, genau, wir waren ja beim letzten Mal hier in dieser Mission von Deutschland und wir müssen hier... Moment, wir haben einen Punkt noch übrig. Wir müssen hier uns... Ach verdammt, das wollte ich gar nicht. Wir müssen uns hier vorbereiten für einen Krieg gegen die Länder. Gut, allerdings ist das jetzt gerade, ich habe nämlich gerade die Aufstellung, die Auflösung ein bisschen umgestellt. Ich muss mal gerade, Interface war das, glaube ich, ne? Mit der Maus- und Scrollgeschwindigkeit. Mausempfindlichkeit. Genau, ja. So, alles klar, liebe Leute. Oh nein, das ist zu krass. Oder? Ja, das ist leider zu krass. Eine Sekunde. abbrechen. Eine Sekunde, weil ich habe irgendwie die Auflösung umgestellt jetzt und muss ich gerade noch mal ganz kurz Scrollgeschwindigkeit beim Erfassen. Was ist das denn? So. Ah, so geht's. So geht's, Leute. Und genau, wir müssen uns hier aufbauen. Wir müssen hier jede Menge Einheiten bauen, tatsächlich. Und wir haben, oh, schaut mal, ja, neue Einheiten. Panzer. Panzer, der heißt Panzer. Ja gut, dann bau einfach mal ein paar. Und wir haben hier wieder unsere klassischen Haubitzen, Artillerie, Panzerabwehrgeschütze. So, liebe Leute. Und ja, wie gesagt, habe die Aufstellung angepasst. Wir haben hier ME-110 Bomber. Wir haben neue Einheiten. Ne? Das ist, ja, wir haben neue Einheiten. Wir haben Flammenwerfer. Oh mein Gott, bauen wir ein paar. Das ist ja mega geil. Dann Heckenschützen. Wir haben keine Partisanen mehr. Wir haben Bazooka-Einheiten. Bauen wir ein paar. Warum eigentlich nicht? Gut, dann nochmal Maschinengewehre und dann hier nochmal. Und zack und zack. Deutscher Offizier. Da kann man auch ein paar Stück von bauen, ne? Würde ich sagen, mache ich das mal. Weil die deutschen Offiziere, das sind ja auch Kampfeinheiten, wenn ihr euch mal den Schaden anguckt, ne? Genau, dann würde ich sagen, baue ich mal ein paar Bürger noch nach, oder? Ne, brauche ich eigentlich nicht. Brauche ich eigentlich nicht, die Bürger. Und ja, liebe Leute, freut mich, dass ihr mal wieder dabei seid hier. Und ja, wir müssen hier gegen Krieg führen. Französisches Denkmal. Hm? Ich verstehe, liebe Leute. Gut, dann haben wir hier unsere Panzer. Oh mein Gott, mach die mal ein bisschen stärker. So. Hier unsere Artillerie, die machen wir auch mal ein bisschen stärker. Ah, verdammt, wir haben wieder kein Eisen. Warum haben wir kein Eisen? Leute. Oh, wir haben Flakpanzer. Oh mein Gott, wir haben Flakpanzer. Oh, das ist geil, Leute. Aber wir haben da nicht genug Eisen für. Wir haben kein Eisen, warum haben wir kein Eisen? Ach, verdammt. Gut, kann ich hier irgendwen hier hinschicken. Bauen Sie vor dem Herbst 1945 ein Stadtzentrum in der... Okay. Gut. Vor dem Herbst 1940. Ach, du Kacke. Zweiter Weltkrieg, Leute. Und wir sind fast voll. Wir sind fast voll. Ja, das ist krass. Leute, wir können keine Flakpanzer mehr bauen. Tja, dann lass den Flakpanzer mal. Wir sind voll. Wir haben ein Bevölkerungslimit. Okay, liebe Leute. Bürger, du kannst mal bitte... mit beim Holz helfen hier. Ganz genau, Leute. Sehr gut. Die Offiziere, die bleiben dann mal... Ja, keine Ahnung. Dann lass die halt. So, liebe Leute, alles klar. Ja, das nervt mich so ein bisschen, dass die Maus nicht so ganz empfindlich ist, aber ist in Ordnung. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, lass uns zuerst Frankreich bombardieren. Ich glaube, das wird... Ja, ich glaube, das ist immer... immer hilfreich, wenn man Frankreich zuerst macht. Ja, wobei, der hat Bomber. Der hat Bomber und ich habe nichts, was irgendwie Flugeinheiten kaputt machen kann. Ne? Der hat... Was ist das? Maginot-Line. Ja, wie soll ich das denn machen? Maximale Anzahl der Verbesserung ist erreicht. Flammenwerfer. Wie soll ich denn hier reinkommen? Hier kommt man doch nicht rein. Shit.
Frankreich und Benelux. Oha, Leute, die sind ja voll nah hier dran. Okay, Leute, dann brauche ich einen Bürger. Und dann baue ich mal bitte Bevölkerung neu verteilen. Kolosseum, gar keine schlechte Idee, Leute. Gar keine schlechte Idee. Dann baut mal alle bitte hier mit beim Kolosseum. Helft da mal bitte. Das ist gar keine schlechte Idee. Und wir müssen auch noch Türme bauen und alles. Also wir haben hier noch zu tun. Wir können noch gar keinen Krieg erklären. Nein, 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 nein. Das ist, ach du Scheiße. Die sind echt voll nah dran hier, ne? Gut, Leute, dann baut Türme. Da hat er nämlich auch Einheiten. Gut, dann bau bitte weitere Türme bitte hier hin. Einfach so, zack. Einfach voll an die Grenze. Ja, ich meine, warum nicht, ne? Wenn man es hat. Gut, liebe Leute. Dann reiht ihr euch mal bitte hier unten auf. Ja, Sir. Zeit zum Sterben. Was? Zeit zum Sterben. Na klar, Leute, na klar. Ihr seid doch bescheuert, wirklich. Zeit zum Sterben. Psst. Gold und Holz. Ja gut, Holz haben wir nicht. Kann ich helfen? Ja, das ist, weil ich keine Bürger mehr habe, ne? Irgendwie, ja, doof. Bam, 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 bata, bata, bam. Ach, meine Lieblingsmucke hier. Richtig gut. Und ja, Leute, dann hoffe ich mal, dass es euch soweit gut geht. Mir geht's nach wie vor sehr gut. Bin nach wie vor jetzt an diesem Samstag mittlerweile nachmittags dran. Und ja, die brauchen lange. Das ist doof. Die brauchen extrem lange. Gut, aber wir müssen uns halt erstmal aufbauen, ne? Das ist für diesen gigantischen Krieg hier. Deutsche Offiziere? Wo haben wir sie denn? Deutsche Offiziere, da. Ich glaube, der hat eine bisschen höhere Sichtweite. Bam, 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 bam. Ja, der hat eine höhere Sichtweite. Ich würde ganz gerne mehr sehen von der Karte. Wobei, das kann ich, glaube ich, bewerkstelligen, indem ich ein Flugzeug baue. Wenn das Ding hier fertig ist. Kann man ein bisschen erkunden. Ja, ja, mit einem Jäger. Oh, Heinkelbomber, Leute. Krass. ME-110 Bomber. Jäger. Ja, ja, wir brauchen Jäger. Der fliegt mit seinen Bombern hier über uns hinweg. Das ist übel, Leute. Das ist echt übel. Die Bomber hier. Bam, 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 bada, bam, 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 bam. Gut, Leute. Reichstag? Reichstag. Wir schreiben Herbst 1939. Wie soll ich das denn machen? Die Zeit, die ist aber sehr begrenzt. Okay. Gut, die anderen beiden helfen damit. Ne, einer reicht doch, oder? Einer reicht da. Komm mal her. Hilf mal bitte hier mit beim Kolosseumbau. Bevölkerungslimit. Wir brauchen mehr Bevölkerungslimit, Leute. Fertig, Sir. Dann haben wir hier noch den Bazooka-Infanteristen noch mit dabei. Und werdet jetzt mal bitte fertig. Das kann ja nicht sein, dass das so lange dauert. So. Dann brauche ich nämlich hier noch die Flakstellung und alles. Bam, 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 bam. Haben wir immer noch Herbst? Ja, wir haben immer noch Herbst. Okay, Leute. Habt es bald. Ihr habt es bald, ne? Ja, sehr gut. Dann baut ihr hier bitte noch ein paar Türme hin. Ja, sehr gut, Leute. 84. Wieso habe ich denn jetzt direkt 84, Leute? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Okay, gut. Ah, das ist deswegen hier, wegen diesem Baumann 2. Baumann Jäger. Nein! Hört auf! Hört auf hier zu bauen! Verdammt nochmal! Macht es weg! Ach, verdammt! Jetzt haben wir wieder Bevölkerungslimit hier. Ach verdammt, Leute, hört doch mal auf. Ihr sollt aufhören zu bauen. Da war ich geradezu voreilig. Gut, wir haben schon 89. Das ist scheiße. Gut, dann muss ich zwei leider. Killen.
Tut mir leid, aber ich brauche dieses Flugzeug. So, ich möchte jetzt bitte ganz gerne erkunden. So, liebe Leute, guck mal bitte, was hier ist. Ich will nur wissen... Ach du Scheiße. Ich will nur wissen, was hier ist, Leute. Winter 1939. Okay. Och, die Artillerie. Ah, okay. Da hat er seine Flughäfen. Okay, was hat er hier noch? Der hat hier noch was, ne? Der hat hier noch mehr Flughäfen. Bam, 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 badabadabad. Ach du Scheiße. Drei Flughäfen. Ist der verrückt, ey. Der Franzose ist verrückt. Leute, das ist ja wohl unfassbar. Ach du heilige Kacke. Aber gut, liebe Leute. Die Bürger, die bauen hier weiter Türmchen auf. Das ist ganz gut. Und ja, wenn wir die Türme fertig haben, Leute, dann... Ach, der ist sogar fertig. Ja gut, dann bauen wir... das war A, ne? Ja. A, genau. Und dann weiter, weiter, einfach weiter Flachs aufbauen hier. So, los. Zack. Zack. So. Ach, die haben noch zu tun. Okay, ja gut, na dann. Dann bau weitere Flachs. Einfach nur Flachs, liebe Leute. Ganz viele. So. Die beiden, die haben zu tun, die können dann helfen. Was? Nein. Ihr sollt dann hier helfen. So. Dann hier auch helfen, helfen, helfen. Bauen Sie vor dem Herbst ein Stadtzentrum anstelle der Kapitole, ja. Super. Das hier, ja. Wie soll ich denn hier reinkommen, ey? Das ist ja übel. Gut, aber ich würde sagen, das speichere ich trotzdem schon mal, der Deutsche. Nicht, dass mir hier irgendwas flöten geht, ne? So. Ja, Sir. Gut, alles klar. Dann können wir ja hier alle... Team 1. So. So, liebe Leute. Die bauen die Flachs weiter auf. Und wenn die Flachs stehen, dann würde ich sagen, erklären wir denen mal den Krieg. Gut, aber ich glaube, wie komme ich denn hier rein? Hier, ne? Ja. Wo ist der? Wo ist denn mein Jäger? Mein Jäger fliegt hier hinten rum. Hier komme ich rein, ne? Ja, genau. Französisches Denkmal. So, ja, ich glaube, hier komme ich rein. Okay, gut, Leute. Dann stell die Truppen mal bitte da oben hin. Bereiten wir uns mal vor hier. Ah, es wird sau krass jetzt. So, das wird gleich krass. Ich kann noch eine Flak bauen, tatsächlich. Ich kann noch eine Flak bauen. Ja, zwei Stück noch. Okay, gut. Stellt ihr euch mal bitte da oben auf und hier sind die anderen. Oh, Dänemark oder Norwegen oder was ist das, ne? Ja, verdammt. Okay, gut. Wir müssen dann nämlich noch hier hinten hin. Richtig. Okay. Alles klar. Dann seien Sie gewarnt, Großbritannien, wenn Sie andere Länder angreifen. Großbritannien auch noch. Oh Mann, der Reichstag ist verrinnen der Zeit. Nicht-Angriffspakt. Der deutsch-russische Nicht-Angriffspakt. Okay, alles klar. Gut, dann muss ich ja jetzt hier oben, ne? Ne, das war Chat. Wo war das denn? Ach, hier. Bündnisse und Krieg. Hier war das doch, genau. Frankreich und Benelux. So. So! Los geht's, Leute. Los geht's. So, okay, Leute, los geht's. Natürlich kommen die Bomber hier oben hin. Ne? So, liebe Leute, wir haben unsere Flammenwerfer. Oh. Oh, das habe ich jetzt voll... Wir werden angegriffen.
krass, die Cutscene, ja. So, liebe Leute, wir kämpfen uns hier durch. Alles klar. Ja, ich habe gerade mein Mikrofon ausgemacht, damit es halt... Ja, damit man das hört, was die sagen, ne? So, die Bomber, die kann ich leider nicht abschießen. Das ist das Ding, Leute. Nicht die Häuser kaputt machen. Ihr seid doch bescheuert. Nicht die Häuser. So. Mach lieber das hier kaputt. Und, verdammt. So, die Flammenwerfer. Ja gut, kommt. Dann rein hier, los. Rein hier schnell. Und rein hier schnell. So, die kämpfen da gegeneinander. Das ist okay. Ach du Scheiße. Ja gut, aber die haben die Schrottpanzer hier, ne? Nein. Ach, verdammt, was macht ihr denn mit den Häusern da hinten? So, jetzt. So. Die kaputt. Vor allem diese Panzer da. So, liebe Leute. Gut. Dann. Die Artillerie könnte ich hier besser gebrauchen. Wirklich, Leute. Gut. Dann hier, zack. Nicht auf die Häuser. Ihr sollt nicht auf die Häuser. Mensch, wie blöd muss man sein, wirklich. So, gut, liebe Leute, dann... Die Bomber ziehen zum Glück nicht so viel ab. Gut. Liebe Leute, dann... Ach du Scheiße, Jäger. Oder was? Das sind Jäger, ja. Okay, und Bomber? Oh, nee, das sind... Ah, okay. Ich muss mehr bauen, Leute. Ich muss mehr bauen, definitiv. Gut. Dann... ich habe kein Holz hier. Ich habe kein Holz mehr. Verdammt! Liebe Leute, okay, dann... Mach mal ganz schnell mehr Infanterie. So. Und Panzer. Ich brauche bitte dringend Panzer, Leute. Wir haben keine Ressourcen mehr, ne? Was ist das denn für... Was sind das denn für Dinger? Ein Flammenwerfer. Wie soll man das denn machen ohne Ressourcen? Ah, hier sind Ressourcen. Ja, ja, okay. Okay, Leute. Gut. Dann mach bitte die Drecksflughäfen kaputt. Oder soll ich einfach nur hier... Hier, ne? Einfach nur hier. Einfach nur hier, glaube ich. Och, diese Jäger! Aua, das tut doch weh, Mensch. So, dann machen wir hier kaputt, die Dinger. Los. Ja, das kriege ich nicht kaputt, das ist das Ding, ne? Das kriege ich leider nicht kaputt. Gut, dann muss ich hier anders... Da muss ich anders agieren. Gut, Leute, dann muss ich da nochmal laden. Dann muss ich da irgendwie anders agieren. Gut, Leute, vor dem Angriff jetzt hier. Fertig, Sir. Ich muss da anders agieren. Was ist denn jetzt hier die beste Taktik? Warte mal, vielleicht hier hinten hin. Hier hinten vielleicht zuerst mal hin, hä? Zeit zum Sterben, ja, ganz genau. Vielleicht erstmal gegen Polen. Die Franzosen, die sind heftig, Leute. Ja, das sieht besser aus hier. Gegen Polen. Genau, so haben es die Deutschen ja auch gemacht, ne? Stimmt eigentlich, so haben es die Deutschen im Zweiten Weltkrieg auch gemacht. Zuerst gegen Polen. Ja. Zeit zum Sterben, so sieht's aus, Leute. Weil gegen Frankreich brauchen wir definitiv mehr Einheiten. Hey, kommt ihr mit? Was macht ihr denn hier? Was macht ihr denn? Ach, seht ihr das? Die haben nur hier Pferde. Polnische Husaren. Ja, dann machen wir das. Kommt. Dann machen wir Krieg gegen Polen zuerst. Befreundet. So, zack. So. Ganz genau, Leute, so sieht's aus. Wir machen. Dann machen wir. Oh. Als Reaktion auf Angriffe gegen die Verbündeten in Europa hat Großbritannien Deutschland heute den Krieg erklärt. Auf die Frage nach den offenbar schlechten Siegeschancen gab Premierminister Winston Churchill folgende Erklärung ab: Wir werden an den Küsten und auf den Straßen kämpfen. Kein kostbarer Zoll von England wird preisgegeben. Der Premierminister sagte weiter, dass seiner Majestät Regierung bei Präsident Roosevelt auf ein größeres Engagement der Vereinigten Staaten in dem Konflikt drängen würde.
Ganz genau, Leute. Gut, wir müssen zuerst Polen erobern. Ja, ja. Das ist, macht den Panzer kaputt. Wir müssen zuerst Polen erobern. Die haben nämlich nicht so viel, wie ihr seht. Die Franzosen, die sind echt stark, Leute. Wow. Aber die haben ja auch einiges an Panzer. An Panzern. Haha, so, aber nichts mehr. So, Leute. Mehr Panzer. Und hier den noch wegmachen? Ja. Ja, das ist ja gar nichts, was die hier haben. Also, was soll's. So, dann müssen wir ja hier jetzt mit diesen Bürgern einmal hier hinten hin und ein Stadtzentrum aufbauen, ne? So, hier war das doch genau. So, hier war das. Und da sind die Flughäfen, Leute. Da sind die Flughäfen. So, da sind die Flughäfen. Alle platt machen. Einfach alle platt machen. So. So, liebe Leute, dann können wir hier noch ein paar Bürgerchen hinbauen. Die nochmal mithelfen, Holz zu hacken hier. So, deutscher Offizier. Ah, das soll er versuchen. Das soll er versuchen. Sehr schön, Leute. Dann haben wir ja doch Fortschritt hier. Ja, ich dachte schon. Dann macht ihr mal bitte hier das Stadtzentrum hin. So, die Siedlung, genau, Leute. Die Siedlung. Und, ja. Bots. Sehr, sehr schön. Ein Stadtzentrum. Ach, verdammt. Ich muss die bevölkern, die Dinger. Ach, Mann. Okay. Egal, gut. Dann die Frau bitte noch. Bitte bevölkern. Was ist das denn hier alles? Ah, die Bürger von ihm. Ja, okay, Leute. Okay. Was macht dieser Panzer? Wo kommen die Panzer her? Ja, dann macht die halt alle platt hier, los. Macht das hier kaputt. Nicht die Felder. Die Felder sind sinnlos. Och, du Heilige, ey. So, dann wegmachen. Oh. Oh, 3000 von jedem. Geil. Ja, okay, dann können wir uns tatsächlich weiter aufbauen. Ne? So. Die kaputt. So, das geht kaputt. Zack. Der hat hier irgendwo noch eine Panzerfabrik. Wo ist die Panzerfabrik von ihm, Leute? Gut, dann haben wir Polen erstmal überrannt. Das ist ja schon mal viel wert. Gut. Wir werden angegriffen. Da! Da hat er noch was da hinten. Seht ihr? Da hat er noch was. Zack. Ja, das sind nur Bomber, die versuchen es. Lasst sie das versuchen. So, Leute. Ah, da ist eine Panzerfabrik. Ganz am Ende. Ganz am Ende, Leute. So, ja dann. Hat er kaputt. Zack. So, Leute. Polen ist erledigt. So, was haben wir? Winter 1939. Wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Alles klar, Leute. Die Flugzeuge, alter Schwede. Gut. Wir brauchen... Ah, wir haben schon Holz. Ah, sehr gut. Okay. Alles klar, dann brauche ich noch mal mehr Jäger, bitte. So. Dann brauchen wir bitte mehr Jäger, weil die Bodeneinheiten, die sind erstmal ausreichend, denke ich mal. Auch für da oben. Für hier Norwegen, oder was ist das? Wartet. Norwegen? Dänemark, Norwegen, ja. Okay. Gehe ich da als nächstes hin. Alles klar, Leute. Dann haben wir ja tatsächlich einen Erfolg zu verbuchen hier. Ja, okay, Leute. Zieh die Jäger bitte zurück. So, alles klar. Ach, Leute. Die Flachs, zieh den in die Flachs rein. Was sind das? Sind das, Moment. Dieses Flugzeug kenne ich. Wartet mal. Na schade. Ist weg schon. Egal. Gut, dann halt euch mal. Seid ihr alle ganz? Ach geil, ihr seid schon alle ganz. Ja gut, na dann. Dann können wir doch direkt weitermachen. Sehr geil. Ja. Ja, Leute. Ich hoffe, dass euch das hier gefällt.
wie wir hier den Zweiten Weltkrieg nachspielen. Das ist ja wirklich geil, muss ich sagen. Gut, dann erklären wir mal Norwegen den Krieg. Ja gut, Norwegen, pff, mein Gott. Die haben, glaube ich, nicht so viel. So. Heute gab Deutschland die Kriegserklärung an Dänemark und Norwegen bekannt. Skandinavische Stellen gaben keinen Kommentar ab, aber das deutsche Außenministerium zitiert in einer Erklärung die Vereinigung über den Zugang zum Baltikum. Ganz genau. Leute, wir machen jetzt hier erstmal Norwegen platt. Die haben ja wirklich nicht viel, wie ihr seht. Nur die Franzosen dann wirklich als letztes. Alles klar, so muss man das also angehen. Ich verstehe schon, ja. Die haben noch nicht mal fast. Die haben noch nicht mal eine Verteidigung. Also, pff, was soll's, Leute. Norwegen kann weg, wirklich. So. Ah, die haben Schiffe. Die haben Schiffe, wie krass. Okay. Norwegen hat also Schiffe. Ich verstehe, Leute. Norwegen hat Schiffe. Okay. Ach, Briten, jetzt haltet euch da raus. Das ist nicht euer Kampf. Norwegen hat Schiffe. Okay, alles klar. Ach du Heiliger, ja, die haben... Kriegsschiff Norway. Ja, ja. Die haben Schiffe. Alles klar, Leute. Gut, na dann. Dann haben wir die aber erstmal... Ah... Das wusste ich nicht, dass die Schiffe haben, Leute. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das... Was zur Hölle? Was zur Hölle? Okay. Interessant. Die haben mir hier alles, Die haben mir hier die Nahrungsmittel, die Farm platt gemacht. Okay, auch nicht schlecht. Gut, dann brauche ich aber auf jeden Fall mehr Panzer. Und vor allem mehr Flakpanzer, bitte. Gut, dann... Wir werden angegriffen. Ja, lass den das versuchen. Das ist ja scheißegal. Wirklich. So, drei... Dann haben wir hier noch. Drei Bazooka und drei Flammenwerfer. Gut, und hier dann... Ach, verdammt. Egal, die Panzerabwehr. Das sind auch gute Dinger. Ja, sehr cool. Dann haben wir hier Polen schon mal erledigt. Norwegen ist auch bald dran. Also, das ist wirklich nicht viel. Du Jäger, du gehst mal bitte hier oben scouten, bitte. Guck mal, was hier oben noch ist. So, liebe Leute. Boah, die Franzosen, ne? Heftig, heftig. Aber nee, das sind meine. Okay, ich verstehe schon, ja. Alles klar, dann geht immer bitte hier oben hin, Jäger. So. Alles klar. Haben wir Atombomber? Ich habe es gerade gesehen, Leute, das Zeichen. Wir können Atombomber bauen. Ja, das mache ich nicht. Das ist langweilig, weil die Atombomber, Leute, die, ja, wie soll ich sagen? Die machen einfach alles in einem Bereich platt. Oh, scheiße. Flakpanzer. Auch okay, ja. Wir machen alles in einem Bereich platt und wenn man da 5 Stück von hat, dann ist das schon erledigt. Was zur Hölle? Wie kommt der denn dahin? Panzer, komm mal her. Komm mal her, bitte. So. Nein, 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 keine gute Idee. Nimm die Jäger zurück. Nimm die Jäger zurück. So. Alles klar, Leute. Was soll das jetzt hier werden? Boah, das ist ja dreist. Mit einem Maschinengewehr greift er da an. Der Norweger, ey. Ja gut, Leute, dann mache ich den noch platt. Und dann ist die Folge auch schon wieder voll. Meine Güte. Meine Güte. So, einmal draufschießen. Oder zweimal draufschießen. So, liebe Leute. Oh, schaut euch das an. So, zack. Gut, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Ey, würde mich sehr freuen und ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.